Moin Leute, da bin ich wieder. Letzte Woche ist wirklich viel passiert, da wo ich im Urlaub war. Und zwar, der PTR ist gestartet. Viele neue Änderungen, neue Setbonis für die Raids in Phase 5, neue T2 Designs, vielleicht drei neue Dungeons. Blizzard hat uns neuen Content versprochen in Phase 5. Das wird das wahrscheinlich sein. Und es gibt Anzeichen für einen heroischen Modus. Leider geil. Lassen und Zauberänderungen haben wir gesehen auf dem PTR. Neue Waffenmodelle sind gedroppt, die wirklich mega ausschauen. Und neue epische, klassenspezifische Waffen. Anpassungen der Zul'Gurub-Verzauberung für Kopf und Bein, damit man den Klassenspezialisierungen SOD gerecht wird. Neue Trinkets und abgeänderte BWL-Trinkets. Neue Heal-Ring-Runen mit Heal-Spell drauf und vieles, vieles mehr. Also wirklich viele geile neue Sachen. Diese Sachen sind schon letzte Woche gedroppt und die will ich euch nicht nochmal vorkauen. Über Nacht kamen ein paar neue Updates und die möchte ich euch kurz zeigen. Und gleich am Anfang die wichtigste Änderung, und zwar das Thema Fraktionsausgleich. Ich hatte da kürzlich ein Video dazu gemacht, den DPS Unterschied zwischen Allianz und Horde und wie dieser entsteht. Und jetzt hat Blizzard darauf reagiert. Die Spieler haben sich beschwert, rumgeheult, was auch immer. Und das Horn von Lordaeron ist wieder zurück und ist keine Rune, sondern gehört zur Grundausstattung von dem Paladin. Das bedeutet, das Pardon zu dem Schamanen-Totems. Paladine haben das jetzt auch. Das heißt, alle Allianz-Spieler freuen sich natürlich darüber, dass sie jetzt einen Ausgleich bekommen und der DPS-Unterschied wird nicht mehr so hoch sein. Mir persönlich war das jetzt nicht so wichtig, aber Blizzard will einfach einen Fraktionsausgleich haben, wohl in Season of the Scourry, deswegen haben sie es auch eingeführt, von dem ja viele oder alle Allianz-Spieler werden sich auf jeden Fall über diese Änderung freuen. Die nächste Änderung betrifft BWL und zwar, wie ich finde, eine sehr interessante Änderung. Wir kennen ja das Hitzesystem, das Heat-System aus Phase 4 jetzt mit MC, was einfach erhöhte Feuerresistenz erfordert, und bei BWL wird es anders ausschauen. Hier gibt es verschiedene Prüfungen. Green, Blue, Red, Bronze. Zum Beispiel Bronze Trail. Die Zeit wird zufälliger, langsamer und schneller. Oder hier Green. Da hinterlässt es so Pfützen, wie wir das aus mythischen Dungeons kennen. Also aus Retail, wo ihr einfach rausgehen müsst. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das hier auf Bosse bezogen ist oder auf generell auch Mobs, also Trash Mobs und sowas. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wir wissen natürlich nicht, welche Beute man bekommt bei den verschiedenen Prüfungen hier. Das ist noch nicht bekannt, aber es wird ähnlich wie bei MC unterschiedliche Schwierigkeitsgrade geben. Ansonsten noch die Updates zu den Zul'Gurub-Sets, besser gesagt zu den Zul'Gurub-Items. Die Klassensets wurden ja auch angepasst und die Items hier werden auch angepasst. Bekommen mehr Heal- und Spell-Power, kennen wir auch schon aus anderen Phasen. Und hier sind auch blaue Items umgewandelt in epische Items, also wieder große Änderungen der Items in Zul'Gurub auch, sowie auch in BWL. Ich denke, Phase 5 könnte wirklich, wirklich extrem werden. Es kommen einige große Anpassungen, wie ich finde, mit den Dungeons auch. Sehen wir Heroic Plus. Es gab seinerzeit schon in Phase 1, Phase 2 eine Umfrage seitens Blizzard über ein mögliches Heroic Plus System. Und wahrscheinlich ist es positiv ausgegangen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es kommt. Und ich denke mal auch, wenn die das bringen, mit BWL auch, mit Zul'Gurub, mit vielen neuen Sachen, klassenspezifische Waffen, Klassenquests und. Also viel zu tun auf jeden Fall. Plus Heroic, plus Dungeons wäre richtig krass. Und ich denke mal, es wird viele, viele Spieler, oder was heißt viele Spieler, zurückholen. Es wird immer mehr und mehr steigen mit der Spieleranzahl, mit SOD. Wenn Phase 5 gut wird, so wie es ausschaut, könnte die wirklich reinhämmern. Ich hoffe, sie wird es. Ich freue mich megamäßig drauf. Und ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und vielen Dank für den Support. Um nichts zu verpassen, bitte Kanal abonnieren. Damit könnt ihr mich auch sehr unterstützen. Ansonsten, diese Woche kommen wieder regelmäßig Videos. Urlaub ist vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.